Hallo und hier ist wieder Kip Supernova. Der Tag, auf den wir alle so lange gewartet haben, ist endlich da. Naja, noch nicht ganz. Aber es gibt von Nintendo was Neues. Ich habe das Video noch nicht geguckt. Ich konnte den Livestream von Nintendo leider nicht live angucken, weil ich da noch auf Arbeit war. Ja, Kip geht arbeiten. Aber ich gucke mir das jetzt an, gemeinsam mit euch. Und dann schauen wir Squid Research Lab. Splatoon 3 Research Report Presentation. Ja, dann sind wir mal gespannt. Es geht los und ich werde natürlich meinen Senf dazugeben. Not actual gameplay. Okay, das wissen wir ja. Das haben wir schon im schon mal gesehen in einem This is Splatsville, in the heart of the Splatsville. Okay, cool. Despite its old-fashioned appearance, it's seen enormous growth. Das richtige Großstadtfeeling, wo die Inklinge. It's also the hottest new place for Inklings. Mit Flugzeug, cool. Oh, hello everyone. Hope you're all staying fresh. Das gefällt mir richtig gut. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these inklings can do. They can splat ink in kit form and smoothly swim through. Ich kann das nicht genug sehen. Ich kann mich nie satt sehen an diesem Gesplatter und an diesem in einen Squid verwandeln und dann in diese die Tinte, wie die wieder schön glänzt. Oh, und wieder cool. Octolings. Ja. Ich habe noch nie Octoling gespielt. Turf War. Ja, das ist Turf War. Das ist ja der Standard. Dings kennen wir ja. Naturally, in a place called Splatsville, turf war battles are the locals' favorite pastime. Oh, es gibt schwebende Plattformen, haben wir auch schon gesehen. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf, wins. 4 versus 4. Okay, die Cats, die sehen noch genauso aus. Pfeil und Bogen ist eine neue Waffe zum Beispiel, da bin ich gespannt drauf. Hat sowas von, ja, sag mal, Sniper. Ist halt nicht so gut zum... Gut, das wissen wir auch. Das sind so die Grundlagen. Die haben sich anscheinend nicht geändert. Oh. Neue Moves? Ist das auch neu? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. While it's glowing like this, the move also slightly repels ink from opponents. Okay. Stages. We've discovered where these turf war battles will take place. Stages confirmed for the Splatlands include. Oh, Scorch! Ja, Scorch mich doch! Ja, ich kann endlich scorchen! Cool! Das sind die. Oh, das sind die neuen Maps. Spillway. Das sieht alles ziemlich. Mir kommen die neuen Maps, wenn ich die so sehe, so viel größer vor, wie in 1 und 2. Greater Inkopolis? Ein Museum? Nee, oder? Was mir gefallen würde, wäre, wenn man die, die Maps auch so belaufen könnte und angucken könnte, ohne was zu machen. Eine Brücke? Also man kann Inkopolis anscheinend mehr erkunden und rumlaufen. Oh, ein Resort. Ein Resort, ein Swimmingpool mit Form von einem riesigen Squid. Ach cool. Das sieht aus wie eine Map von Splatoon 1, wo der Wasserstand dann höher geht. Including the stages you see here, a total of 12 await.
Ah, das ist gut. Dass mehr Maps dann in späteren Updates noch dazukommen. Weil wir hatten ja immer die gleichen Maps letztendlich. Und die Splatfest-Wandelzonen waren ja auch nicht immer so besuchbar, sondern die, wenn man eigene Battle mit Freunden oder so macht. Aber die neuen Waffen, ja, der Pfeil und Bogen, da bin ich richtig gespannt drauf. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Einfärb-Waffe, aber wie eine Sniper. Splatans, okay. Ein Viper. Ah, das erinnert mich an die, Scheibenwischer. Aha. Das ist eigentlich so wie dieser Klecksroller. Bloß eine andere Form, aber es hat irgendwie anscheinend dieselbe Funktion. Spezielle Waffen? Spezialwaffen? Ah, die Ulti-Waffen sind damit wahrscheinlich gemeint. Ja. Da gibt es bestimmt auch was Neues. Oh. Kann man dann Raketen abfeuern? Is the Tacticooler. When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. Aha, okay. These have a variety of effects, like momentarily increasing speed. They come in packs of four. Ah, da können dann irgendwie die Teammitglieder dann auch was davon. Okay. This is the Wavebreaker. Ein Wellenbrecher. It'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location and cause damage. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt drauf. Finally, oh! Reef Slider. Nee. Man kann auf so ein Hai oder ein Delfin oder was es ist reiten und dann so ein Squid. Ey, das sieht cool aus. Gut, das sind die bekannten, die wo man schon. Die Ulti-Waffen, die man schon kennt, von 1 und 2, oder von 2 auch. Oh, dieser Ultrastempel. Den Ultrastempel, den hätte sie weglassen können. Der ist... Was der mich schon Leben gekostet hat, dieser Ultrastempel. Oh, wow, wow. Gut, das Splatbrella und Splatdualis. Okay. Was gibt's noch? Shop here to get your tentacles on some fresh weapons. Ah, Sheldon ist immer noch der Verkäufer. Sheldon sieht für mich ein bisschen aus wie ein verstoßener Minion. Aber das nur am Rande. Oh, das ist, glaube ich, neu. Eine Sheldon-Lizenz braucht man. Ja, das kann man von 1 und 2 ja auch, dass man ein bestimmtes Level erreicht haben muss, um bestimmte Waffen dann freischalten zu lassen. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. Wobei bei den Waffen, das ist so, ich habe wirklich alle Waffen gekauft, also wirklich alle, aber ich benutze immer irgendwie dieselben, weil das... Irgendwann hat man halt seine Lieblingswaffen und, was heißt seine Lieblingswaffen, mit denen man am besten zurechtkommt und die nutzt man eigentlich auch fast immer. Das heißt, man macht halt wirklich mal sich einen Spaß und probiert mal was ganz anderes aus, weil es vielleicht auch cooler aussieht oder so, aber das hier, das ist ja richtig... Da bin ich mal gespannt, ob... wie groß da denn das Gelände ist, wo man dann überall rumlaufen kann und die Klamotten, die sind natürlich wichtig. Also das ist Gnarly Eddie. Okay. This is the clothes boutique, Mana Wardrobe. Ah, das waren, also das war's jetzt vorhin. Jetzt kommen die Klamotten. Für alle, die jetzt vielleicht Splatoon noch nicht so kennen, für die Jüngeren oder die Einsteiger, die Accessoires und die Klamotten und sogar die Schuhe bei Mr. Coco,
geben, ist nicht nur outfitmäßig, sondern auch skillmäßig. Kann das dann auch Vorteile oder Nachteile oder Vorteile soll es haben geben. Ne? Also ich spiele ja vorwiegend gern auch mal mit Taucherbrille oder mit Gasmaske oder mit Gummistiefeln oder barfuß. Aber alles hat dann auch irgendwelche, zum Beispiel hier sieht man jetzt Run Speed ab. Dann kann man sich schneller bewegen oder schneller rennen oder besser zielen oder besser sich erholen oder whatever. Und hier wird es halt schön erklärt. Ne? Also zum Beispiel, gut, die Wand hoch kann man ja sowieso, das kennt man ja von Splatoon. Und dann gibt es natürlich die Special-Sachen, wo man dann von Merch, das ist jetzt da der Merch, der hieß ja in den anderen Splatoons ja anders, jetzt ist Merch oder Merch, der hier dealt mit Special-Sachen, Special-Outfits und Equipments. You can change in a flash. Flavor up your fashion with whatever outfits you want. Und dann kann man sich da halt, bevor das Game anfängt, sich dann ausstatten. Lobby. Hat sich mit der Lobby was geändert? Da bin ich jetzt mal gespannt. Es sieht so cool aus mit der Treppe da und oh, das ist so. Oh, die Lobby sieht ja mal schön aus. Oh Gott, ey, ich freue mich so. Gibt's auch noch andere Spielmodis? Ah, das ist jetzt, wo ist jetzt, nennt man das Herausforderung? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Wo nicht Turf Wars ist, sondern halt, also das ist jetzt Beispiel jetzt Muschelchaos. Muschelchaos, Turmkontrolle, dann die Revierkampf und was war das andere nochmal? Und dann kann man dann auch hier im Rang hochsteigen von C- bis A+ und X und so weiter und so fort. Hier wird jetzt der Regen, Rainmaker war noch die fette Dings. Hier kann man jetzt noch, wird jetzt noch erklärt, dass man zum Beispiel mit Freunden dann Private Matches aufmachen kann, mit Passwort oder Codenummer, wo vom Ohren vorher ausgemacht hat. Das nutzen zum Beispiel Streamer sehr gern, um dann Zuschauer einzuladen. Wer den Code hat, kommt dann da rein und kann da mitspielen. Das ist die Test-Area, wo man Waffen, bevor man sie kaufen möchte, vorher ausprobieren und testen kann, ob man mit zurechtkommt oder die Handhabung so ein bisschen üben kann. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viele Goldmünzen hat, ist das eigentlich sehr hilfreich. Okay, das ist neu, Ghosts, was bedeutet das? Hä, was bedeutet das? Ghosts? Was bedeutet das? Spieler? Ah, sind die dann in der Test-Area mit drin? Als... Ah, die kann man dann auch da einladen? So, okay. Ghosts? Das ist was Neues. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Mit diesem Ghost-Ding, das muss ich erst dann selber spielen, ausprobieren. Und wenn das mit Freunden, dann natürlich mit den Freunden, also... Wow, was war jetzt das? War das so ein Krabbenroboter, wo da... Okay. Battle Replays. Werden die auf Wunsch gespeichert und... Ah, man kann es... Und dann Upload. Cool. Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby. The locker room. Das ist jetzt was Neues, auch was Neues. Da bin ich gespannt drauf, der Locker Room. Ich habe ein Foto schon gesehen auf Twitter, ich habe ein bisschen gelurrt, ja. Und da kann man dann seine Sachen reintun und sieht die dann auch. Gut, es ist so eine Spielerei, ne? Für alle, wo halt die Ästhetik von Splatoon so richtig miterleben wollen. Ey, cool. Jawohl, ich sag so oft cool, aber es ist wirklich cool. Es ist so schön.
Noch ein neuer Laden. Was verkauft Harmony? Apparently the store manager Hotlantis quite often. So instead, it's run by an artist named Harmony. She used to be a regular customer here. It's got an out. Ah, da kann man so. Why not show the store some love? So Goodies kaufen. Ey, cool. Ey, das ist wirklich. Man kann richtig eintauchen in diese Splatoon-Welt dann. These splash tags appear. They can be customized with a banner, badge. Okay. Banners, Badge, Titles. Man kann. Ah, man kann sich dann so ausstatten mit einem Banner und dass man. Ah, okay. Und da muss man zu Harmony und es gibt einen Katalog. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal. Das ist doch mal eine schöne Idee. Following the game's launch, a new catalog is planned. Das habe ich auch schon gelesen. Es gibt regelmäßig dann neue Kataloge, wo dann neue Sachen ankommen. Ja, ist stark. Aber kann man das wirklich mit seinen Münzen bezahlen oder braucht man was Extras? So wie bei dem Snack Truck, wo man auch was Extras brauchte. Wo ich irgendwie fast nie war, weil ich extra Point-Sachen nie hatte. Warum wird jetzt Tetris gespielt? Nee. Sind das so Minigames? Ich hab jetzt gerade nicht aufgepasst. Aha. Baby Chili, Veronica. Ah ne, das sind die Namen von den Mitspielern. Okay. Was heißt das? Da kann man Karten dann sammeln, wenn man diese Minigames hat und dann. Table Turf Battle! Every player will be gifted an in-game starter deck. Aha, okay. Ich finde es gut, dass sie ein bisschen zeigen, wie das gespielt wird, ein bisschen vorzeigen. Ah, das ist wie Tetris, bloß muss jeder seine Farbe irgendwie einsetzen und okay. Also es ist praktisch so ein Neben-Minigame. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da kann man sich dann auch irgendwie Punkte holen, mit denen dann man sich dann was. Ah, der Salmon Run. Ich wollte gerade fragen, gibt's den Salmon Run noch? Weil in diesem Outfit, guckt's euch an, in diesem Outfit, das ist wirklich, und diese Location, also das lässt mein Kippherz höher schlagen, ja? Schön hier mit Gummistiefel, Gummihandschuhen, hier in diesem fischigen, Golden Eggs einsammeln. Jawohl, vor allem das wird halt hauptsächlich, das macht richtig, also wenn was mit Freunden oder Online-Spielen Spaß macht, dann das hier, das Salmon Run. Weil man kann da auch wirklich richtig tolle Sachen dann gewinnen, wo man so nie kriegt. Oh, es kommen auch noch UFOs an. Yes! Ja gut, da müssen sie sich auch ein paar neue Gegner noch einfallen lassen, ja. Das ist ein bisschen wieder was anderes ist, aber das ist wirklich. Also Salmon Run ist. Also wenn man das einmal gemacht hat, also oh, das ist. Wärst du süchtig, du willst nichts anderes mehr machen. Ja? Ja, jetzt richtig Bock wieder auf Salmon Run. Richtig Bock jetzt wieder. Es kann halt natürlich. Ich muss es anders sagen. Wenn man da jetzt halt so richtig abkackt, ja, und wirklich nicht gewinnt und ständig verliert. Da muss man keine Angst haben, man verliert keine Punkte, die Waffe wird nicht irgendwie runtergerankt oder so. Das ist wirklich, man kann eigentlich nur gewinnen. Das ist ein neuer Endboss anscheinend in Salmon Run. Wow. The tank on your back is a specially provided egg cannon. And it appears that you can fire golden eggs. Genau, also Ziel vom Salmon Run ist eigentlich, diese Golden Eggs einzusammeln, wenn man eine bestimmte Anzahl hat. Ne, also der Herr Bär, wenn es noch der Herr Bär ist,
für den man arbeitet, der entlohnt einen dann, wenn man diese Anzahl angesammelt hat, die verlangt wird. Ja, also und das kann man nur im Team schaffen. Und am besten eigentlich mit Leuten, wo man gut kennt. Man kann es aber auch mit random Leute spielen. Wenn man dann gesplattet wird, dann muss man help, help, help rufen und dann tun einem die Kollegen wieder befreien. Natürlich auch einen Story-Modus gibt es dann wieder bei Splatoon 3. Den Story-Modus, das ist praktisch ein Story-Jump'n'Run, wo man auch offline spielen kann, also wo man jetzt nicht mit anderen verbunden sein muss. Und ja, es weiß eigentlich jeder, was ein Story-Game ist, ne? Und was Jump'n'Run ist. Und eben halt mit den Splatoon-Eigenschaften. Also man muss splatten und schießen und ich glaube, man kann auch Ultiwaffen einsetzen und so weiter und so fort. Und auch hier, man kann nur gewinnen. Und es wird halt immer eine Story erzählt, was die Inklinge oder die Oktolinge oder so angeht. Aber da guckt ihr am besten selber. Das ist richtig, richtig cool. Es gibt noch mehr. Gut, die Mailbox. Ja, das muss sein. Also die, wo man dann die Bilder zeichnen kann, da empfehle ich das wirklich auf dem mit der Hand oder mit dem Finger oder mit einem Gummistift auf dem Display zu machen. Dann gibt's wieder was, ein Essensdings, dann der Show, wo man mit Freunden battlen kann. Der Fotomode, also den will ich auf jeden Fall wieder nutzen. Da kann man sich dann auch mit seinem Amiibo zusammen fotografieren lassen. Ist auch richtig schön. Also ich mache da ja Fotos ohne Ende. Wer also meinen Kanal und meinen Twitter und mein Facebook kennt. Ich habe momentan die meisten Splatoon-Fotos auf Facebook. Ist unten verlinkt, Kip Splat, da habe ich ein eigenes Facebook angelegt, weil das ist einfach sehr viel. Das ist jetzt, glaube ich, die App, wo man checken kann, was man alles hat und wie viel man eingefärbt hat und Krusty Sean, ja, Wonder Crust Tour. Was wollte ich jetzt sagen? Oder auch welche Maps gerade, welche Arenen gerade gespielt werden und so weiter. Das sieht man dann in der App. Das ist eigentlich die offizielle Nintendo-App. Es gibt auch Splatoon-Apps. Aber die habe ich nur auf Japanisch. Müssen wir mal gucken, ob es die auch auf Deutsch oder auf Englisch gibt. Ah, ich sehe gerade. Ist es? Ja, es ist die Nintendo-App. Splatoon hat da, glaube ich, keine eigene App. Jetzt die Amiibo, wo ich gerade von gesprochen habe. Jeder weiß ja auch, was ein Amiibo ist. Das ist eine real existierende Figur mit einem Chip-Speicher, glaube ich. Und dann wird es da praktisch geladen ins Spiel und umgekehrt. Und man kann natürlich Videos und Fotos mit seinem Amiibo machen. Hat man meins ja schon gesehen, wo ich mit Goggles... Heißt er Goggles? Oh, ich bin jetzt gerade auf dem Schlauch. Wie heißt mein Amiibo? Der heißt auch Kip Splat. zusammen auch schon etliche Fotos und Videos gemacht. Aber dazu will ich später noch geschwind was sagen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. So, das sind die Updates. Ich bin gespannt, ob sie nochmal was zu den Splatfest-Modi sagen. Weil das würde ich richtig, richtig cool finden, wenn die Splatfest-Maps, die Wandelzonen, wenn die dann auch wirklich verfügbar wären. Also X-Battle, League-Battle, das ist wirklich dann was für die Fortgeschrittenen, für die... Es gibt ja auch Meisterschaften in Splatoon, offizielle Weltmeisterschaft sogar. Auch wieder für alle, die das vielleicht jetzt noch nicht wissen.
ist richtig, richtig, finde ich richtig toll, finde ich richtig klasse. Mal gucken, ob es irgendwann eine Splatoon-Olympiade gibt, ja? Die mache ich dann. Also Olympiade ist ja offiziell geschützt, der Name. Aber Weltmeisterschaft eben nicht. Was? Was fehlt noch? Okay. Ein Friar? Free? Shiver? Und wer bist du? Big Man! We are Deep Cut. Sind das die neuen Moderatorinnen? Von. I completely forgot to tell you about Deep Cut. They're an incredibly popular trio. Ja, genau, so wie genau, die, wo immer die Ansagen machen. Ja. Ja, sehr schön. While we're on the subject, the youngsters of Splatsville own sea cucumber phones. They can check the news while doing other activities, as shown here. Okay. Was gibt's noch? Gibt's noch was? Oh, wenn's so. Also beim Splatfest ist ja immer so dunkel, ne? Ist ja Nacht und es leuchtet alles und alle tanzen und. Oh. Ist es jetzt das Splatfest noch? Erklärt jetzt noch das Splatfest gezeigt? Oh, meine Anime- und Manga-Vibes hier werden voll bedient. Oh Mann! Nee, also, das ist. Das ist ein Rochen. Das gefällt mir irgendwie. Das ist. Ja. Das ist. Ich glaube, da geht es ums Splatfest, oder? Oder gibt es jetzt auch so Sondershows, wo man sich angucken kann? Das sieht aus wie so ein Konzert. So ein. Ach, das ist. Oder es ist die neue Splatoon-Hymne. Das ist ein Rochen. Das ist cool. Ja, Splatfest. In these events, you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. And this time around, there will be three teams to choose from. Drei Teams. Splatfests consist of two halves. In the first half, teams will compete in 4v4 turf war battles. The second half. Nein! Mit drei! Das ist jetzt eine Überraschung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, es wird noch mehr rumgesplattert. Mit noch mehr. Oh, mit noch mehr Farbe und noch mehr rumgeschmattert. Can the leading team defend themselves? Or will the other two teams exact revenge and force them out? Use the Ultra Signal to control the battle and contribute to the Splatfest while working alongside the members of Deep Cut. Ey, das ist ja geilomat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die drei kämpfen gegeneinander und irgendwie bleibt dann zum Schluss noch einer übrig, oder? Oder man kämpft zu zweit gegen das Team, wo vier Mitglied, oder wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auf jeden Fall, wow, geilomat.
Okay. Weltpremiere. Vom Splatfest. Was? 8.27. Was? Hä? Oder 27. 8. 27.8. Oder? Lese ich das jetzt richtig? Schere, Stein, Papier ist das erste Thema. Ah, geil! Doch, Samstag, 27.8. Das ist, habe ich richtig gelesen. Es ist jetzt schon... Also die reden so schnell, ich will das jetzt gar nicht so schnell, kann es gar nicht so schnell übersetzen. Aber das ist auch nicht wichtig, weil es steht schon das neue Splatfest fest. 27.8. Also 27. August mit dem Thema Schere, Stein, Papier. Und keine Angst, wenn ihr auf der Nintendo Switch natürlich die deutsche Übersetzung habt, dann steht das natürlich alles auf Deutsch. Das steht jetzt hier auf Englisch. Ja. Skizzers make Konfetti. Ja. Also scheren können Konfetti. Also jetzt hat man die Qual der Wahl von drei. In drei Teams. Ach du Schande. Das war bei zwei ja schon schwierig für mich. Für mich jedenfalls. Aber drei? That's all we have to share today. Wow. Or not. And now announcing the Splatoon 3 Enter the Splatlands Invitational 2022 Tournament. This event will take place on September. Notiert euch das, 5. September. Some of the top finishers from this summer's Splatoon 2 Inkopolis Showdown will head to Seattle and compete in North America's first ever Splatoon 3 Invitational. Follow the official Nintendo versus okay, Twitter cool. account for updates. And to see ja. more of our research findings as we uncover them, follow the official Splatoon okay, North ist... American Twitter account. We hope you'll have an incredible time also. September 9th. Bye-bye! Ja, da bin ich wirklich gespannt, so wie ihr bestimmt auch. Also wenn ich das richtig verstanden habe, im September geht's los. Aber wenn dann der 27. August, das erste Splatfest, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Da muss ich nochmal nachgucken. Da muss ich nochmal genau nachgucken, wie das mit den Veröffentlichkeitsdaten richtig aussieht. Wenn ich es schon herausgefunden habe, wird es dann vielleicht eingeblendet jetzt im Video. Das war's von mir. Ich freue mich. Ihr freut euch bestimmt auch. Keep Splat. Ah ja, übrigens, das wollte ich noch sagen. Ich habe für meinen Splatoon-Content einen extra Kanal aufgemacht. Weil das würde hier den Keep Supernova-Kanal absolut sprengen. Das ist ja ein Science-Fiction- und Gaming-Kanal. Aber Splatoon ist so eine große Leidenschaft von mir, dass ich das einem eigenen Kanal widmen möchte. Der Link unten in der Beschreibung, der ist brandneu, ja. Also der ist noch ganz neu, der riecht noch nach Fabrik und so, ja. Und bis es soweit ist mit Splatoon 3, lade ich dort schon mal meine Trainingsvideos hoch. Meistens vielleicht auch unkommentiert und so weiter. Auch dieses Video wird dann auch auf diesem Kanal zu sehen sein, also praktisch doppelt gemobbelt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich euch bei dem einen oder anderen Splatfest dann sehe. Bis dann, gehabt euch wohl und bleibt neugierig und splattet. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss!